Hallihallo, grüß euch zu einem neuen Tutorial in Photoshop. Heute geht es um die Ebenen und wie diese miteinander verrechnet werden können. Was sind Korrekturebenen? Was sind Ebenenstile? Das Ganze schauen wir uns jetzt an. Wir haben hier eine weiße Hintergrundebene. Ich habe da drei Bilder vorbereitet. Das erste Bild, ein DJ-Bild, legen wir jetzt hier als neue Ebene an. Habe jetzt hier mit String A alles kopiert, mit String C kopiert und mit String V in diese Datei eingefügt. Diese Ebene, die wir DJ nennen, legt sich jetzt über den Hintergrund und der Hintergrund wird ganz klar unsichtbar. Nur mal der DJ ist zu sehen. Das zweite Bild holen wir uns auch gleich. String A alles markieren, String C kopieren und mit String V hier eine neue Ebene anlegen. Diese Ebene nennen wir jetzt Wasserfall. Was ist jetzt passiert? Wasserfall liegt als Ebene über der DJ-Ebene und der DJ wird somit nicht oder unsichtbar und man sieht nur mehr das Bild des Wasserfalls. Jetzt kommt erst einmal die Ebenenmaske zum Einsatz. Ich klicke hier auf dieses Rechteck mit dem Geist. Das wäre die Ebenenmaske. Photoshop legt immer eine weiße Ebenenmaske an. Was heißt das jetzt? Was ist eine Ebenenmaske? Mit einer Ebenenmaske hat man die Möglichkeit, einzelne Teile einer Ebene auszublenden und somit wird das, was drunter liegt, wieder sichtbar. Weiß heißt einfach, alles von in diesem Bild wird angezeigt und male ich jetzt zum Beispiel mit einer schwarzen Vordergrundfarbe und dem Pinsel hier eine Welle ins Bild, sieht man schon, da ich in dieser Ebenenmaske male, wird alles, was schwarz ist, in dieser Ebene hier ausgeblendet, alles, was weiß ist, bleibt eingeblendet. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich jetzt mit der weißen Farbe wieder drüber male, kommt der Wasserfall ganz einfach wieder ins Bild. Auch die Ebenenmaske wird wieder komplett weiß und der DJ verschwindet wieder. Um das Ganze noch ein bisschen genauer zu zeigen, nehme ich jetzt wieder die schwarze Farbe, male da die Hälfte. Und dann sieht man schon, obere Hälfte male ich schwarz und somit ist die obere Hälfte des Wasserfalls hier ausgeblendet. Untere Hälfte ist weiß, das heißt auf der unteren Hälfte ist dieser Wasserfall noch sichtbar und der DJ weiterhin unsichtbar. Aufpassen muss man, dass man das Ganze nicht in der Ebene selbst macht. Wenn ich zum Beispiel die Ebene habe und mit der schwarzen Farbe reinmale, passiert da mit der Ebenenmaske gar nichts, aber mit der Ebene selbst sieht man hier, dass ich da schön in die Ebene male und nicht die Ebenenmaske bediene, somit wird auch unten der DJ nicht sichtbar, sondern einfach ein schwarzer Strich im Bild eingefügt. Das machen wir wieder rückgängig. Das heißt, wenn man mit Ebenenmasken arbeitet und etwas ausblenden will, immer aufpassen, dass auch die Ebenenmaske aktiv ist und nicht die Ebene selbst. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt, Korrekturebenen. Das sind diese hier oben, sollten diese nicht eingeblendet sein, kann man über Fenster, Korrekturen diese einblenden und Photoshop bietet auch die Möglichkeit, das Ganze selbst anzupassen. Das heißt, man kann das Ganze dann da hinschieben, wo man das haben will. Was sind Korrekturebenen? Mit Korrekturebenen kann man Farbe, Helligkeit und so weiter, gibt es ganz viele Möglichkeiten eines Bildes oder einer Ebene oder von vielen Ebenen verändern. Zum Beispiel nehmen wir jetzt die Gradationskurve. Wir legen sie hier als oberste Ebene an und somit wirkt die Gradationskurve auf alle Ebenen darunter. Sieht man schon, alle Ebenen werden heller oder alle Ebenen werden dunkler. Will ich jetzt, dass diese Ebene nur auf den Wasserfall angewandt wird, gibt es hier diesen kleinen Knopf, das Quadrat mit dem durchgestrichenen Pfeil. Hier draufklicken und schon bleibt der DJ, also die Ebene, was 2 darunter liegt, bleibt unangetastet und die Helligkeitsveränderung wirkt sich nur auf den Wasserfall aus. Da ich jetzt hier die obere Hälfte des Wasserfalls ausgeblendet habe, wird sich natürlich auch hier unten, nur hier unten die untere Hälfte ändern. Blende ich sie aber jetzt mit einer weißen Vordergrundfarbe wieder ein, sehe ich, die Änderung hat sich, obwohl sie ausgeblendet war, trotzdem, also die Änderung hat trotzdem stattgefunden, das Bild ist komplett heller geworden und eben davor hat man es einfach nicht gesehen, weil durch die Ebenenmaske das Ganze schwarz ausmaskiert war. Was bedeuten diese Augen hier vor den Ebenen? Mit diesen Augen kann man einfach eine Ebene ausblenden. Sieht schon, hier wird zum Beispiel die Korrekturebene ausgeblendet und die Korrektur somit wieder deaktiviert.
wenn man nochmal klickt, kommt das Auge wieder rein und die Ebene ist wieder aktiv und die Korrektur ebenso auch wieder aktiv. Gleiches gilt für die Ebenen selbst. Wenn ich jetzt hier eine Ebene ausblende, auf die eine Ebenenmaske wirkt, ist diese automatisch auch weg, weil ja eben die Ebene, auf die sie wirkt, nicht mehr aktiv ist. Ja, und wenn ich jetzt will, dass diese Ebene doch auf alle Ebenen wirkt, malen wir mal hier wieder die Hälfte schwarz. Also ich will jetzt, dass diese Helligkeitskorrektur wieder auf alle Ebenen wirkt, einfach wieder unten auf das Rechteck mit dem Pfeil. Und schon wird auch der DJ heller, weil dieser eben auch sichtbar ist durch das ausgeblendete Wasserfall, durch die ausgeblendete Wasserfallhälfte. Dann gibt es noch Möglichkeiten. Wir machen jetzt zum Beispiel noch eine zweite Korrektur, Helligkeit, Kontrast, erhöhen den Kontrast im ganzen Bild. Sieht man schon, alles dunkle wird dunkler, alles helle wird heller, so wird der Kontrast erhöht. Und ich will jetzt diese beiden Korrekturen bündeln, drücke ich die String-Taste und markiere bei gedrückter String-Taste diese beiden Korrekturen, schiebe sie in dieses Ordnersymbol rein. Diesen Ordner nenne ich jetzt Korrektur und kann jetzt diese beiden Korrekturebenen ganz einfach unter einmal aus- und einblenden. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, mit der Deckkraft zu spielen. Ich will zum Beispiel, dass hier der Wasserfall durchsichtig wird und dass man den DJ drunter sieht. Da kann ich mit der Deckkraft zum Beispiel runterfahren und man sieht schon in diesen Bereichen, wo die Ebene aktiv ist, in den weißen Ebenenmaskenbereichen wird das Bild, der Wasserfall, durchsichtig und der DJ kommt wieder zum Vorschein. Wenn ich wieder rauffahre mit der Deckkraft natürlich in die gegengesetzte Richtung und der DJ ist jetzt wieder unsichtbar. Und das Letzte, was ich heute in diesem Video noch zeigen will, sind die Verrechnungsvarianten, die es gibt. Normal ist immer als Standard eingestellt, lege ich eine neue Ebene an. Nehmen wir gleich diese Feuerebene, lege diese an und man sieht schon, normal ist aktiviert. Das passe ich jetzt noch an unser Bild an. So, man sieht schon, jetzt haben wir normal. Und jetzt kann man da mit der Verrechnungsvariante spielen. Jede hat einen anderen Effekt. Am besten das alles selbst einmal durchprobieren. An dieser Stelle sei gesagt, wenn man etwas hat, was einen schwarzen Hintergrund aufweist und man die Elemente, die nicht schwarz sind, in ein Bild einbinden will, gibt es da den Befehl negativ multiplizieren. Und somit wird alles, was schwarz ist, unsichtbar. Alles, was nicht schwarz ist, bleibt sichtbar. Und da kann man natürlich jetzt mit einer Ebenenmaske wieder gegenarbeiten und das aus diesen Stellen, wo man dieses Feuer nicht haben will, wieder rausretuschieren. Wir wählen also den Pinsel und die schwarze Vordergrundfarbe wählen dann in die Ebenenmaske wieder schwarz hinein. Und man sieht schon, jetzt kann ich das da wieder rausarbeiten. Wenn ich jetzt die Deckkraft des Pinsels ändere, kann ich dementsprechend das nur teilweise entfernen. Und so kann man dann ein Bild im Endeffekt gestalten. Aber ich glaube, so hat man recht gut verstanden, was die Verrechnungsmethode, die Deckkraft, die Ebenen, die Ordner, dieses Auge und alles, was wir uns jetzt angeschaut haben, hat man so, glaube ich, recht gut verstanden. Somit bin ich auch schon am Ende von diesem Video. Wie arbeiten Ebenen? Wie spielen diese zusammen? Was sind Korrekturebenen? Was sind Ebenenmasken? Würde mich freuen, wenn es den Daumen nach oben gibt, wenn euch das Video gefallen hat. Sollte was besser gemacht werden können, würde es mich freuen, wenn ihr es unten reinschreibt. Und wir freuen uns, das nächste Mal wieder dabei seid. Abonniert den Kanal, kein Video mehr verpassen. Jeden Mittwoch und Sonntag um 9 Uhr gibt es ein neues. Und wir freuen uns, das nächste Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch.